going. Die Plattformen sind geladen. Ist das eine Abschreckung oder ein Experiment? Ich kann sowas nie unterscheiden. Ja. Noch die Hälfte, ein bisschen 14. Failed safe. Das Login ist perfekt. Ich empfange alle möglichen Daten über die Manöver der Kabalflotte. Savara wird begeistert sein. Ich habe gern geholfen, freundlicher Geist. Markiere weitere Depots. Dr. Pulle. Nennen Sie einen Dr. Pulle. Nicht ein Dr. Pille. Den kennt doch jeder. Eine Bulli-Parade. Weiter. Natürlich, wer kennt das nicht? Ich hab die DVD hier. Ah ja, Pulle. Weiter. Ja. Ich glaube, sie haben uns entdeckt. Sie halten dich für einen von ihnen. Was hast du gefragt? Nichts. Ich habe gefragt, was sie auf diesem Planeten machen. Habe ich sie beleidigt? Diese Datenkerne, die die Vex fallen lassen, sie enthalten Antworten auf meine Fragen. Vielleicht versuchen sie, eine Verbindung zum freundlichen Geist herzustellen. Und du bist ihnen im Weg, Captain. Tut mir leid, ich bringe das in Ordnung. So eine Scheiße. Ich bin schon wieder gestorben, ich stelle das so häufig. Und ich war schon lange nicht mehr. Wenn man krank ist, spielt man anders, muss man sagen. So spielst du besser, wenn du nicht krank bist. Ich kann sie nicht stoppen. Sie wollen ja alles über die Virgo-Prohibition sagen und darüber, dass ihre Algorithmen für die Mars-Umgebung falsch eingesetzt werden. Inwiefern soll das relevant sein? Sie sagen, dir fehlt eine ganzheitliche Perspektive. Dem Netzwerk zufolge schicken sie dir Hilfe.
Ich will Ihre Hilfe nicht. Ihr denkt, ihr könnt hierher kommen und rumbuddeln? Was wird sie wohl aufhalten? Die Leiche von oben. Jetzt weiß ich, warum Ashers Geist nie von ihrer Begegnung mit den Vex spricht. Sie sagen ja andauernd, ich soll nach Hause kommen. Freundlicher Geist, schlechte Nachrichten. Das Kollektiv schickt einen Vex-Geist, der dir helfen soll, den Captain zu terminieren. Auf jeden Fall sind diese Daten zu wertvoll, um sie sich entgehen zu lassen. Da oben ist noch ein Zugriffspunkt. Sag ihnen, sie sollen aufhören. Es tut mir so leid. Das kann ich nicht tun. Aber die Vex scheinen dich sehr zu mögen. Als er starb, sagte der Vex-Geist noch etwas. Er hatte Angst. Angst vor deinem Licht. Dem einzigen, was er in dieser Galaxis nicht simulieren kann. Wahrscheinlich weiß sie Cora das längst, aber ich informiere mal die Vorboten. Deine Frage ist bearbeitet, Geist. Das Vex-Kollektiv hofft, dass es dir alles beantwortet hat. Ein Benutzer aus dem Netzwerk namens Osiris sendet dir Grüße. Oh, davon muss ich Cora unbedingt erfahren. Failsafe, sie ziehen sich zurück. Das sind gute Nachrichten. Diese Erschütterungen haben meine Schaltkreise gestört. So. Jetzt dorthin. Immer noch so schwach. Thank you.
Arsch, gleich komme ich da rüber, ey. Ich hier schon mal ein Abenteuer an. Ich glaube, du musst auch gleich an den da. Kann das sein? Hey Team, ich weiß, wie wir Failsafe mit dem Nessus-Kern verbinden und alle Daten ziehen können, die wir wollen. Helft mir einfach, diese Sender zu platzieren und ich werde es erklären. Steht da eine Mission bei dir? Wollen wir runterspringen? Ich nehme den Planeten jetzt zum ersten. Mit diesen Sendern können wir Failsafe mit dem Nessus-Kern verbinden. Stell dir nur vor, wie viele Daten sie ziehen könnte. Das ist ein proaktiver und schlauer Plan, freundlicher Geist. Ich halte es immer noch für eine schlechte Idee. Eine Sniper. Besser als mein Raketenwerfer ist. Ah, nutze ich erstmal noch den Raketenwerfer. Mach das Schiff hoch. Geht ja bestimmt. Es wird funktionieren, glaub mir. Du weißt doch, wie ich normalerweise Sachen für uns hacke und scanne. Diese Vex, sie bauen irgendetwas. Ja! Diesmal ja, bist du. Berechne Wahrscheinlichkeit. Die Mission, du machst die, hier ein bisschen beschützen, ne? Ja, das tun sie. Ja, hallo. Ich weiß, sie werden auf den Rutsch. Sie werden auf den Rutsch stehen.